Andreas Pelé war ein deutscher Fußballspieler und Trainer. Andreas Pelé gestorben mit 63 Jahren, was zu seiner Todesursache bekannt ist. Das sind die Symptome für einen plötzlichen Herzstillstand. Geboren ist er 1960 in Hamburg. Und gestorben ist am 20. Februar 2024 in München. Seine Position: Abwehrspieler und Mittelfeldspieler. Beitrittsdaten 1992. Real Saragossa 1988. Inter Mailand 1986. FC Bayern München. Seine Kinder heißen Ricardo Pelé und Olesio Pelé. Sein Vater heißt Bernd Pelé. Er ist 176 cm groß gewesen. Die Trainerlegende ist tot. Er fügte dem FC Bayern Matthäus und Pelé ein, legendäres Tower zu. Mit Tower Florian Andreas Pelé gegen den KSC neuer FCK-Coach Friedhelm Funkel. Inter gedenkt bei Achtelfinalsieg an Andreas Pelé. Die Bundesliga. Von Belgisch.de. Andi Pelé ist tot. Andreas Andi Pelé. Er ist entweder am 19. oder am 20. Februar 2024 in München gestorben und geboren am 9. November 1960 in Hamburg. Also war er bestimmt ein Hamburger. Er war ein deutscher Fußballspieler und Trainer. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 1990, bei der er im Finale den Elfmeter zum Siegtreffer verwandelte. Seine Position: linke Außenverteidigung, defensives Mittelfeld. Junioren: Jahre 1965 bis 1978. Seine Station: HSV Barmbek, Uhlenhorst. Seine Nationalmannschaft: seine Station in Osthilmer. Seine Karriere als Spieler und seine Karriere als Trainer. Und nach der Karriere. Und seine Titel und seine Auszeichnungen und seine Filme. Vereine. Karriere als Spieler. Andreas Pelé begann seine Laufbahn im Alter von 5 Jahren beim Hamburger Verein HSV Bamberg-Uhlenhorst. In Halbzeiten hatte er als Kind bei Ligaspielen des Vereins auf Hütte als Ballkünstler. Sein Vater Bernd Pelé förderte ihn. Mit 17 Jahren spielte er unter ihm als Trainer auf der Liga-Opposition in Bamberg-Uhlenhorsts Oberligamannschaft. Pelé durchlief eine Lehre zum Maschinenschasser. Er bestritt ein Probetraining beim Hamburger SV. Ein Wechsel kam jedoch nicht zustande. Werder Bremen beobachtete ihn mehrmals. Im Jahr 1980 ging er gemeinsam mit seinem Mannschaftskollegen Sigmund Malek zum zweitligisten 1. FC Saarbrücken, nachdem sich Gespräche mit dem HSV hingezogen hatten. Vermittelt wurde der Wechsel nach Saarbrücken von Felix Magath, ehemaliger Spieler des 1. FC Saarbrücken und damals beim HSV. Im Jahr 1981 wechselte Pelé zum 1. FC Kaiserslautern in die Fußball-Bundesliga. Dank Vielseitigkeit, Beidfüßigkeit und guter Technik setzte er sich trotz fehlender Schnelligkeit beim Bundesligisten durch und wurde Leistungsträger. Im Jahr 1985 legte der Hamburger SV dem 1. FC Kaiserslautern ein Angebot für Pelé vor. Der Angab zur Saison 1985-86
zum HSV wechseln und damit in seine Heimatstadt, statt zurückkehren zu wollen. Der Wechsel wurde nicht vollzogen, auch später in seiner Laufbahn spielte Bremen nie für den Hamburger SV, obwohl Bremen 1985 mit Bezug auf den Verein mit den Worten wieder gegeben wurde. Schließlich komme ich aus Hamburg und es wäre das Größte, wenn ich einmal in dieser Mannschaft spielen würde. Im Sommer 1986 wechselte Bremen zum FC Bayern München. Die Ablösesumme in Höhe von 2 Millionen D-Mark. Deutsche Mark war die bis dahin zweithöchste Summe für einen deutschen Spielertransfer innerhalb der Bundesliga. Im Jahr 1988 folgte der Wechsel zu Inter Mailand. Dort war er Mannschaftskamerad. Seine Landsleute Lothar Matthäus sowie Jürgen Klinsmann und spielte unter Trainer Giovanni Trapattoni 1992 die Pläne von Real Saragossa einen 3-Jahres-Vertrag, doch bereits im Frühling 1993 schied er nach einem Streit mit Trainer Victor Fernandes aus der Mannschaft. Nach dieser Spielzeit beendete er seine Karriere als aktiver Fußballer. Zum sensationellen Gewinn der Meisterschaft in der folgenden Saison 1997-98 steuerte er noch 5 Einsätze jeweils über 90 Minuten bei.